Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Deshalb ist das Essen gerade für Patienten ein wichtiges Thema. Gekocht wird für die Standorte der Elbland-Kliniken zentral in Meißen. Damit bei allen Patienten schmackhafte und gesunde Kost ankommt, bedienen sich die Köche einer ganz besonderen Technologie. Wir arbeiten im sogenannten Cook-and-Chill-System. Das heißt, wir kochen unsere Lebensmittel auf 80% Garpunkt. Und dann schieben wir die sozusagen auf großen Blechen in Wannen, schieben wir die in sogenannte Schockkühler. Und dort drinnen werden die Lebensmittel dann einfach runtergekühlt auf 3 Grad. Dies geschieht nach einer automatischen Temperaturkurve. Spätestens nach 90 Minuten müssen die Schockkühler die Lebensmittel auf 3 Grad heruntergekühlt haben. Deswegen sind das sehr große, sehr intensive Maschinen und daher auch oft die Verwechslung, dass da irgendwas gefroren wird. Aber ist uns ganz wichtig, wir gefrieren nichts, also wir kühlen die Sachen nur runter. Nach dem Kühlen werden die Speisen transportfähig verpackt. Ist mir auch zum Beispiel ganz wichtig, keine Plastik, die sehen aus wie Plastik, sind aber auf Maisstärkebasis. Haben wir damals lange, lange gesucht nach sowas, dass wir auch nicht ganz so unöko sind, sage ich mal. Und dann wird es einfach stationsweise abgefüllt mit maximal 10 Portionen, wird zugeschweißt, was hygienisch einfach die beste Version ist. Dann wird das dementsprechend in bestimmten Wagen transportiert, wird dort so lange kühl gestellt, bis wir es dann brauchen auf Station. Und dann auf Station einfach regeneriert. Regeneriert heißt einfach warm gemacht. Hier zeigt sich einer der großen Vorteile des Cook-and-Chill-Systems. Es werden nur die Bestandteile des Menüs erwärmt, die auch warm gegessen werden. Und das punktgenau. Sprich, im Brokkoli, der in der Küche gekocht wird, früh um 9 und dann um 12 oben auf Station ankommt, sieht nicht mehr so lecker aus, ist viel zu weich und wir machen den eben erst auf Station oben warm. Salate und Gemüse, ja, die gehen wir separat mit hoch. Dafür haben die Wagen verschiedene Abteilungen, die eine kühlt, die andere wärmt, also das passt. Pünktlich vor der Mittagszeit schalten auf Station die Wagen um und die Behälter mit den gekochten Bestandteilen werden erwärmt. Wir haben keine Induktion, wir haben keine Mikrowelle, irgendwas. Einfach nur mit Umluft wird das warm gemacht. Und es ist halt so abgestimmt, dass nach spätestens 70 bis 80 Minuten das Essen warm ist. Und so, dass es dann eben sofort die Ausgabe beginnen kann, dass wir halt keine Warmstandzeiten haben. Die Servicekräfte wissen, welcher Patient welches Essen bekommt. Wir haben 3 normale feste Menülinien pro Tag. Also wir haben eine Vollkost, wir haben eine leichte Vollkost, wir haben vegetarisch. Und so viel wie es geht, machen wir natürlich über diese 3 Linien, dass die Patienten sich da was aussuchen können. Natürlich gibt es außerdem auf ärztliche Anordnung viele ganz spezielle Diätgerichte. Zum Beispiel für Patienten mit Schluckstörungen. Für die jüngste Patientengruppe gibt es auch mal das Lieblingsessen. Wir haben auch eine Kindermenülinie. Also wir haben 8 verschiedene Kinderessen separat immer abrufbar. Also wenn jetzt ein Kind sagt, ich will meine Spaghetti, dann kriegt es das hoch. Das alles funktioniert nur durch die Arbeit der Servicekräfte, die die Mahlzeiten auf Station direkt für den einzelnen Patienten herrichten. Sie sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Küche und Patienten. Der Patient kann sagen, du, ich mag ein bisschen weniger, ich mag ein bisschen mehr. Ich mag die Wurst gar nicht, die du hast. Was hast du denn noch für mich? Und dafür sind die Servicekräfte da, dass sie reagieren können. Und vor allem die Servicekräfte haben auch die Möglichkeit, dann mal loszusprinten im Falle des und wirklich noch was zu besorgen. Oder anzurufen unten in der Küche, sagen, du, bring mal hoch. Deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, weg von diesem Tablett und hin zu diesem Buffetsystem. Seit das neue System eingeführt ist, hat sich die Zufriedenheit der Patienten mit dem Essen an den Elbland-Kliniken deutlich verbessert. Also Schulnotensystem 1 bis 6 und wir landen mit unserem Mittag irgendwo zwischen 1,6 und 1,8 im Schnitt. Darüber würde sich wohl auch der griechische Arzt Hippokrates freuen, der vor mehr als 2 Jahrtausenden formulierte, deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel. Kleiner Nachtrag, die Küche der Elbland-Kliniken bietet auch Catering an und versorgt seit kurzem 2 Kindergärten erfolgreich mit frisch gekochtem Mittagessen. Qualitativ habe ich bisher eigentlich auch ein recht gutes Feedback. Jetzt wollen wir halt anfangen, noch ein bisschen mehr nach außen zu gehen. Also ich habe jetzt gerade Kontakt geknüpft noch mit einer Schule. Mal gucken, was passiert.